Politik anders machen. Zusammen Zukunft gestalten. Das ist Demokratie in Bewegung, das ist DIP. Und das ist das, was uns alle und viele Menschen mehr seit ein paar Monaten verbindet, was uns zusammenhält. Und ich frage mich, was hat uns eigentlich zusammengebracht? Was hat uns an diesen Punkt gebracht, gemeinsam Politik zu machen, gemeinsam eine Partei zu gründen? Ich glaube, viele von uns haben ähnliche Motive und trotzdem hat jede und hat jeder einen ganz eigenen Weg, der am Ende zu DIP geführt hat. Und ich möchte euch gern kurz von meinem erzählen. Ich bin in der Kreativwirtschaft tätig, ich arbeite in Marketingprojekten, in Innovationsprojekten, viel mit Gründern und da ist meine Erfahrung, die besten Ideen entstehen immer dann, wenn ganz unterschiedliche Menschen zusammenkommen, konstruktiv und ergebnisoffen und kreativ miteinander arbeiten. Und dann schaut man in die Politik. Männlich, mittelalt, Jurist, wenn das die Beschreibung für ein Drittel unserer Bundestagsabgeordneten ist, glauben wir dann wirklich, dass dort Kreative, dass dort Neue, dass dort gerechte Lösungen für alle entstehen? Das ist etwas, was mich oft geärgert hat, und da gibt es andere Themen in der Politik, aber das war bei mir immer vielleicht mal ein Thema für einen Vortrag oder fürs Mittagessen unter Kollegen. Auf die Idee, eine Partei mitzugründen, wäre ich allein dadurch sicher nicht gekommen. Da musste mehr passieren. Zum Beispiel Pegida, die AfD, mehr und mehr Hass und Hetze im Netz. Wie oft habe ich am Bildschirm gesessen, schockiert über das, was Menschen sagen, was Menschen schreiben, was Menschen tun. Und Weihnachten 2015, so nach der Hochphase, wo sehr, sehr viele Menschen, sehr viele Geflüchtete in Deutschland angekommen sind, war ich Weihnachten mit der Familie bei meinen Eltern und abends im Gottesdienst habe ich gesessen und in der Predigt ging es genau um diese Frage, wie gehen wir eigentlich mit Geflüchteten um? Und der Pastor stellte die Frage, was denkt die Mutter, die mit ihren Kindern in ein wackeliges Schlauchboot steigt, um dann ins Ungewisse zu fahren? Oder was denkt der Vater, der sich schützend vor seine Familie stellt, als der Wasserwerfer auffährt? Zu dem Zeitpunkt war meine ältere Tochter 1,5 und meine Frau schwanger mit der Jüngeren. Und es hat mich total gepackt. Und ich habe den ganzen Gottesdienst über nichts anderes nachdenken können und hatte auch in den Tagen drauf diese Bilder ständig im Kopf und habe mich geschämt. Geschämt für Deutschland, für unsere Gesellschaft, für uns und wie wir umgehen mit Menschen, die alles stehen und liegen lassen, die sich auf den Weg machen, ihre Heimat verlassen, zu uns kommen, Zuflucht suchen und ein besseres Leben für ihre Familie. Aber egal, wie mich das bewegt hat und auch heute bewegt, auf die Idee, eine Partei mitzugründen, wäre ich dadurch wahrscheinlich nicht gekommen. Da musste mehr passieren und 2016 hatte einiges in petto, was das angeht. Vor allem nationalistische, rechtspopulistische Tendenzen quer durch Europa. Österreich, Frankreich, auch Osteuropa, natürlich auch in Deutschland. Und in mir wuchs ein Gefühl der Unsicherheit, etwas, was ich so gar nicht kannte. Ich habe mich gefragt, wer garantiert uns eigentlich, dass meine Töchter, dass unsere Kinder einmal in einer offenen, in einer pluralistischen Gesellschaft aufwachsen? Wer garantiert uns, dass die Gesellschaft sie so akzeptieren wird, wie sie sind, ganz egal, wie sie sind? Und wer garantiert uns, dass sie in einem freien, in einem offenen und friedlichen Europa leben können, so wie wir das kennengelernt haben? Das garantiert uns niemand. Niemand. Und in mir hat es das Gefühl ausgelöst, irgendetwas tun zu wollen, nicht nur zuzuschauen, irgendetwas zu unternehmen, irgendwas anzupacken, damit Gesellschaft sich in eine Richtung entwickelt, die ich mir wünsche für meine Kinder, für unsere Kinder, für zukünftige Generationen.
Aber es brauchte noch einen Schubser und der kam 2016 gleich doppelt. Es kam der Brexit, ein großer Schock für ganz, ganz viele. Und es kam die Wahl von Donald Trump. Und Ende 2016 habe ich mich dann nach vielen, vielen Überlegungen und Gesprächen tatsächlich hingesetzt und habe geschrieben und habe für mich über diese Idee nachgedacht, ist es vielleicht ein Weg, mit diesen Entwicklungen und diesen Herausforderungen unserer Zeit umzugehen, eine neue Partei zu gründen. Und ich war ehrlich gesagt sehr überrascht, wie viele positive Reaktionen darauf kamen, wie viele Menschen gesagt haben, ja, das sehe ich ganz ähnlich. Und zwar unter Bekannten genau wie unter Unbekannten. Und ich hatte das riesige Glück, schon wenige Wochen später im Januar eine unglaublich tolle Gruppe Menschen kennenzulernen. Aus Berlin, aus Hamburg, von anderswo, die sich genau mit den gleichen Ideen und aus ähnlichen Motiven auf den Weg gemacht hatten und mit großer Begeisterung, mit ganz viel Enthusiasmus dieses Projekt Parteigründung tatsächlich angepackt hatten. Und ja, es hat nur wenige Wochen gedauert. Im April wurde DIP geboren. Und ja, es ist gerade mal 4 Monate später, es ist unglaublich wenig Zeit vergangen seitdem. Und doch sind wir so viel weiter und sitzen tatsächlich heute hier zusammen, um zum allerersten Mal unsere Forderungen, unsere Positionen, unser Programm zu beschließen. Und ich glaube, das ist ein ganz toller Moment für ganz viele. Wir haben das gerade erlebt, das heute so miteinander machen zu können. Und in der ganzen Zeit habe ich immer wieder das Gefühl, das fühlt sich mal an wie ein unglaublicher Sprint, ja, in Rekordzeit, den wir da hinlegen. Und in anderen Momenten ist es ein ziemlich kräftezehrender Marathon. Ja, aber egal wie, es fühlt sich immer gut an, es fühlt sich immer richtig an. Und ich bin euch allen und allen, die irgendwie daran mitwirken, unglaublich dankbar dafür und saufroh, ein Teil davon sein zu können. Ich muss ehrlich sagen, ich war eine ganze Weile eher skeptisch in Bezug auf die Entwicklung von Initiativen, die Entwicklung von Programmen. Und zwar einfach, weil da so unglaublich viele Aufgaben waren, so viele Baustellen gleichzeitig. Und ich habe mich gefragt, wie soll uns das gelingen, in der kurzen Zeit tatsächlich zu Ergebnissen zu kommen, aus all diesen Gesprächen, den vielen unterschiedlichen Perspektiven, Gesprächen, Diskussionen, Meinungen, und ja, tatsächlich so etwas wie Programm zu formen. Und umso beeindruckender finde ich, was dann passiert ist. Denn wir haben in den vergangenen Wochen eben tatsächlich über 100 Initiativen entwickelt und über 80 erfolgreich abgestimmt. Und ich finde, das ist ein unglaubliches Ergebnis, auf das wir sehr, sehr stolz sein können. Und noch beeindruckender finde ich eigentlich, ja, was tatsächlich an Inhalten dabei rumgekommen ist, was an Ergebnis jetzt dasteht. Und was man besonders gut sehen kann, finde ich, wenn man eben in die Zusammenfassung schaut, die wir jetzt erstellt haben aus diesen vielen Initiativen. Ich finde, da ist uns auf einigen Seiten ein wunderbares und ein sehr starkes erstes Signal gelungen, das sagt, so wollen wir zusammen Demokratie in Bewegung bringen. Unsere Forderungen sind progressiv, sie sind weltoffen und europäisch, sie sind gerecht und sie sind vor allem demokratisch. Progressiv, das heißt bei DIP, wir machen nicht Halt vor den großen Fragen unserer Zeit, wir scheuen uns nicht vor den unbequemen Themen. Ja, wir wollen tatsächlich jetzt Lösungen für die Fragen entwickeln, die alle Menschen beschäftigen. Klima- und Umweltschutz brauchen heute Bewegung, brauchen heute neue Lösungen. Nur mit einer entschlossenen Energiewende können wir unsere Klimaziele auch nur ansatzweise ernst nehmen. Die Agrarindustrie rodet Wälder weltweit, verseucht die Umwelt mit Pestiziden, verfüttert einen großen Teil der Ernte an Tiere, die uns nutzen. Und die wir oft genug
unter grausigen Bedingungen leben und sterben lassen. Das ist für uns nicht neu, das ist im Grunde allen bekannt und doch schauen wir meistens weg. Aber diese Bequemheit können wir uns mit Blick auf die Zukunft nicht leisten und deswegen ist es so wichtig, dass wir zusammenkommen und wirklich gemeinsam und demokratisch überlegen, was können da für Lösungen sein? Wie können wir es zukünftig anders machen? Im Sinne der Tiere, im Sinne der Umwelt, auch im Sinne unserer Gesundheit. Und weil wir auch einfach eine immer weiter wachsende Weltbevölkerung ernähren müssen. Und deswegen ist diese Trendwende hin zu einer ökologischen Land- und Viehwirtschaft so wahnsinnig wichtig und hat bei uns, finde ich, auch eine ganz tolle Initiative im Programm bekommen. Und progressiv, das heißt auch, dass wir keine halben Sachen machen wollen. Keine vermurksten Schulreformen, wo jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Kein halbherziges Teilhabegesetz, wo die meisten Betroffenen nur mit dem Kopf schütteln können. Wir wollen wieder echte Utopien in der Politik entwickeln. Wir wollen fragen, wie sieht das Schulsystem der Zukunft aus und wie kommen wir dahin? Und wie erreichen wir eine ganz und gar gleichberechtigte Gesellschaft, in der wirklich jeder Mensch gleichberechtigt teilhaben kann. Weltoffen und europäisch, das heißt bei DIP, wir sehen Sorgen und Ängste der Menschen und wir nehmen Sicherheitsbedenken ernst und sagen aber gleichzeitig, Antworten darauf dürfen niemals etwas mit Nationalismus und mit Abschottung zu tun haben. Und das große Projekt EU, das wollen wir nicht von den heutigen Regierungen vor die Wand fahren lassen, sondern wir sehnen uns nach einem Europa der Bürgerinnen und Bürger, demokratisch, solidarisch und auf alle Zeit friedlich. Gerecht, das heißt, bei DIP, wir spielen die Menschen nicht gegeneinander aus. Wir wünschen uns Chancengerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Es muss doch ein Spagat möglich sein zwischen der Freiheit der Einzelnen und der Solidarität in der Gemeinschaft. Es ist toll, Freiheit zu genießen in einer starken Gemeinschaft. Es ist nicht in Ordnung, Freiheit zu genießen auf Kosten dieser Gemeinschaft. Und deshalb fordern wir eine solidarische Krankenversicherung, in die alle einzahlen. Und deshalb fordern wir eine solidarische Rentenversicherung, in die alle einzahlen. Übrigens auch ihr, wenn ihr im Oktober im Bundestag sitzt. Wir wollen Armut mit aller Kraft bekämpfen. Ich finde, Kinderarmut und Altersarmut sind ein Armutszeugnis für eine so reiche Gesellschaft wie unsere. Und deshalb wollen wir Familien und vor allem Alleinerziehende stärker unterstützen. Wir wollen die Armutsfalle Hartz IV abschaffen. Und wir wollen uns ernsthaft mit neuen Modellen, mit neuen Lösungen beschäftigen, die wir für Gerechtigkeit im digitalen Zeitalter brauchen. Zum Beispiel mit Modellen wie dem Grundeinkommen. Aber jetzt kommt das Wichtigste, denn wenn wir uns für einzelne dieser oder anderer Themen, die wir jetzt miteinander erarbeitet haben, einsetzen wollten, vielleicht könnten viele von uns das auch in einer der großen Parteien tun. Wir könnten uns bei der SPD dafür stark machen, dass es nicht nur im Wahlkampf Zeit für mehr Gerechtigkeit ist. Und wir könnten uns bei den Grünen dafür einsetzen, dass nicht nur in der Opposition, sondern dann, auch dann, wenn man regiert, Zukunft aus Mut gemacht wird. Und natürlich könnten wir auch der FDP helfen, Gesellschaft
nicht nur neu zu denken, sondern auch gerecht. Und doch haben wir alle uns entschlossen, uns hier zu engagieren, bei DIP. Und das hat einen guten Grund, das hat viele gute Gründe, aber einer ist, dass wir nicht sehen, dass diese Möglichkeiten der Mitbestimmung und der Mitgestaltung in der Politik heute groß genug geschrieben wird. Und wir sehen, dass die großen Parteien die Demokratie natürlich gerne vor sich hertragen, aber sie viel zu selten und viel zu wenig aktiv leben und die Menschen einladen, daran ernsthaft teilzuhaben und teilzunehmen. Und wir sehen, dass über 5.000 Lobbyisten in Berlin und über 20.000 in Brüssel mehr Einfluss auf unsere Gesetze nehmen, als uns lieb sein kann. Und wir glauben auch nicht, dass es gut ist, wenn die Parteien einen Skandal wie den Dieselskandal aufklären, die noch vor wenigen Monaten große Spenden aus der Autoindustrie kassiert haben. Und deshalb ist DIP tatsächlich nichts weniger als ein demokratischer Neuanfang, ein Aufbruch, den wir gemeinsam mit so vielen Menschen wie möglich gestalten wollen. Ehrlich, offen, transparent, alle sollen mitmachen, alle sollen mitdenken und mitbestimmen können. Wir wollen eine neue Art der Partei schaffen, die wirklich viele Menschen wieder begeistert für das, was so wichtig ist. Denn dieser Eindruck, Politik, das sind doch die da oben, der ist schlecht für unsere Gesellschaft, der ist schlecht für unseren Zusammenhalt. Wir brauchen wieder dieses Gefühl, Politik, die machen wir alle gemeinsam. Und ich glaube, das ist das, was wir bei DIP schaffen können. So können wir gemeinsam Politik anders machen. Dankeschön.